Leckeres Cordon Bleu, ganz einfach und schnell zubereitet. Ich bin der Rami aus der La Cucina und wenn ihr wissen wollt, wie das geile Cordon Bleu funktioniert, bleibt dran. Hit it! That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. Für unser Cordon Bleu brauchen wir einmal hier einen wunderschönen Schweineschnitzel aus der Schweineoberschale, ein bisschen Kochschinken, ein bisschen fein geriebenen Gouda, drei Eier, ein bisschen Mehl und Pankomehl oder Semmelbrösel. Ich arbeite immer gerne mit Pankomehl. Öl, eine kleine Folie zum Plattieren und eine Zange. Zu Beginn ergeben wir erstmal Öl in unsere Pfanne. Wir brauchen reichlich Öl, um unsere Cordon Bleu nachher halbwegs auszufrittieren. Und lassen das Ganze nebenher schon mal heiß werden. In der Zwischenzeit nehmen wir uns jetzt unsere Schweineoberschale, nehmen die Folie, die ich uns vorbereitet habe, und wollen das richtig schön flach aufplattieren, dass wir möglichst viel Fläche haben. Ich nehme die Folie dazwischen, damit mir das Fleisch nicht reißt. Wenn ich das jetzt einfach nur so plattieren würde, würden uns die einzelnen Stellen reißen und wir hätten Löcher in unserem Fleisch. Unseren Kochschinken haben wir dann halbiert und legen den hier einmal halb mit drauf. Ganz quasi einmal die Fläche bedecken. Dann nehmen wir unseren Käse und legen den punktuell fast in die Mitte. Ein bisschen verteilen, dass er nicht zu dick wird. Und jetzt schlagen wir das Ganze einfach um. Drücken das an den Seiten einmal schön an. Und wenn wir die so vorbereitet haben, können wir die gleich auspanieren. Unsere zwei Cordon Bleus sind vorbereitet, platziert und gefüllt. Wir haben jetzt hier einmal unsere Panierstraße, Ei, Mehl und Brösel. Ich gebe jetzt einmal noch ordentlich Salz und Pfeffer in unser Ei, dass dadurch unsere Würze auch ein bisschen an Fleisch kommt. Verquirl das noch einmal. So, und jetzt nehme ich unsere Cordon Bleus und wende die einmal im Ei. So, und dann haben wir das einmal im Ei gewälzt, dann tauchen wir das einmal im Mehl. Gehen aber jetzt wieder zurück in unser Ei, um nochmal eine Schicht mit dran zu bekommen, dass das Ganze ein bisschen dicker wird, unsere Panade. Und jetzt gehe ich in unsere Semmelbrösel, paniere das Ganze einmal schön aus. Und kann das dann so direkt in unser heißes Fett geben. Jetzt wenden wir das Ganze einmal. Sieht doch schon wunderschön aus, würde ich sagen. Unsere Cordon Bleus sind jetzt goldbraun und fertig. Die geben wir jetzt hier einmal auf den Zewa, dass das Öl ein bisschen abtropfen kann. Perfekt und wunderschön, würde ich sagen. Unser Cordon Bleu schneiden wir jetzt einmal an, um zu gucken, ob das auch so ist, wie wir uns das Ganze vorstellen. Unser Fleisch ist gar, unser Käse läuft raus. Perfekt, würde ich sagen. Ich muss ja dazu auch sagen, die Hanna hat sich bei mir gewünscht, dass ich Cordon Bleu mache, dass sie das nämlich probieren kann. Deswegen hole ich sie mir jetzt einmal dazu. Und ich habe schon den ganzen Tag gewartet. Und ich habe ausnahmsweise sogar Besteck für dich mitgebracht. Für mich auch? Für dich auch. Ich hatte nicht gedacht, dass du das mit mir teilst. Aber es sind zwei. Und? Stört es dich? Weiß ich noch nicht, ich weiß ja noch nicht, wie es schmeckt. Ich kann den Teller gleich dann auch mitnehmen, wenn es mir schmeckt. Das ist dann, würde ich sagen, Aussage genug. Mhm. 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 Alles klar. Top.
Also der Hanna hat das Cordon Bleu gefallen. Ich hoffe, das Video hat euch auch gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen hoch da. Basht den Button für ein Abo. Folgt uns auf Instagram und Facebook. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.